bin ja dafür, dass man da oben irgendwie drauf kann, aber gut. Oh shit, Fett, die haben ein Maschinengewehr. Ey, ich hab genau in dem Moment gedrückt, laber nicht, ey. Zack, da habe ich ihn geluxt. Dann gehe ich erstmal wieder zurück und dann gehe ich wieder daher. Also Maschinengewehr hat sich ja wie die Best. Bin ich ja komplett dagegen. Nur weil ich ein bisschen gerutscht bin, tut er mir. Na gut. Los, los, los! Machen wir das Ganze nochmal. Alles ruhig hier oben. Sehen Sie? Oh shit, Faith, die haben ein Maschinengewehr. Batz. Ja, der bringt dir dein Maschinengewehr allerdings auch nichts, ne? Oh, da bin ich aber langsam unterwegs. Die ist aber ungesund. Naja, ich hab ja Maschinengewehr. Das geht ja durch. Nehmen wir aber noch ein bisschen länger. Ich glaube, da ist noch einiges an Muni drin in dem Ding. Alles auch so. War ich doch schon mal. Hallo, bin hier raus. Genau, ich will da raus. Darf ich nicht? Was wäre das Maschinengewehr weg? Darf ich jetzt raus? Danke. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie bin ich da ein bisschen unschlüssig. Muss ich ganz nach oben oder ganz nach unten? Hinten stehen die in der Tür. Vielleicht muss ich da ja hin. Aber dafür müssen die Dinger auf sein. Das oh. Ich könnte von oben auf den Fahrstuhl drauf und dann da runter. Oder ich könnte den Fahrstuhl nehmen. Aber da darf ich nicht durch. Warum darf ich denn jetzt hier mit dem Maschinengewehr nicht rüber klettern? Da kriegt er schon wieder ein Horn. Bewegung, Bewegung. Das eben ohne. Zack, zack, zack. Ich glaube, das dauert zu lange. Ja. War klar. Hoffentlich hat er an einer guten Stelle gespeichert. Probieren wir mal den Weg, der mir vorgeschlagen wurde, was der mir so per Humans, wenn ihr mir schon sagt, ich soll daher. Gucken, was der mir jetzt hier zeigt. Da soll. Oh, da soll ich tatsächlich durch. Ich frage mich, ob ich demnächst auch nochmal Lust habe, Dingens hier zu spielen. Wie heißt das nochmal? Gibt es da so ein ähnliches Spiel? Ach, Prince of Persia. Ist zwar nicht so modern, aber ist trotzdem ein geiles Spiel. Besonders der dritte Teil. Das ist ja sozusagen
Der erste nur noch, also der erste Teil war geil, und dann der zweite war ein bisschen döver und dann der dritte hat da richtig Gas gegeben. Und die neuner weiß ich noch nicht, was ich von halten soll, weil ich die noch gar nicht habe. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die mal holen eine werde. Letzte Tür, dann solltest du raus sein. Oh, scheiße. Ach doch, geht. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Oha. Sie hat eine Vermutung. Alter, da haben wir Fliegen auf dem Monitor drauf geschissen. Was denn das für eine Kacke? Im wahrsten Sinne des Wortes, da krieg ich ja zu viel. Na los, was sind da Spinnen gewesen? Ich krieg ja hier zu viel. Warum mal beim Horrorspiel? Ich spiele so gerade 4-2. Moment, Story erst. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir dann nur meine Brezel. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Und dann ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Auf jeden Fall bei 4-2. Hä? Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Ich gerade auf jeden Fall so voll angespannt, ne? Und, dann seilt sich da so eine Spinne vor mir ab. So in Reality, so in meinem Zimmer, versteht? Da. Und da habe ich erstmal, oh, jetzt bin ich in Zeitlupe. Naja. Ja gut, da bin ich in Zeitlupe, dann machen wir das anders. Da. Ja. Auf jeden Fall lege ich jetzt erstmal eine Pause ein. Würde ich mal, denke ich mal, ja, mache ich mal. Und auf jeden Fall, demnächst werde ich dann hier so weiter schaffen. In, wenn es wieder heißt, Run and Don't Stop the Kitty. Naja. Run and Don't Stop the Pussy. Nee. Don't and Run Stop the Kacke. Ja, auf jeden Fall, genau. Bis demnächst, wenn es wieder heißt mal, schnapp den Köter in Mirror's Edge. Und Waikiki meldet sich demnächst mal wieder zum Dienst. Also, auf Wiedersehen.